Heute ist endlich wieder soweit. Schon wieder. Escape. Heute hat mir Luca mal wieder eure Beichten zukommen lassen. Digga, ich sage in letzter Zeit so viele Produktplatzierungen ab, weil ich einfach zu faul bin. Ich bin so dumm, alle machen die ganze Zeit richtig fett welche. Das heißt, auch heute schauen wir wieder gemeinsam nach, was ihr da draußen, ihr Schlawiner, so angestellt habt. Erste Reihe mit wem? What kind of music, what kind of music are you taste? Das erste Video im T-Shirt dieses Jahr und ich muss wirklich sagen, die Form sitzt. Gute Arbeit, ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Beichte. Let's go. Ich, männlich 21, beichte, dass ich bei meinen letzten drei Dates so vorgegangen bin wie Moji in seinen Videos. Oh nein. Hier ist ein bisschen Salz, weil du so süß bist. Danach haben mich alle blockiert. Danke, Moji. Also wer sich Tipps für ein Date bei Moji holt, der ist auch wirklich komplett verloren. Schwierige Thematik. Hallo, mein Name ist Meister Propper. Darf ich dein Becken schrubben? Digga, what the fuck? Ich gerade selber, oder? Ich, weiblich 19, beichte, dass ich extrem geil und alles klar. Ich, männlich 16, beichte, dass ich nicht süchtig bin. 9 Stunden und 55 Minuten okay. Alleine auf TikTok? Und auf den Schock, ab in die Werbung. Mein RTL! Und mein heutiger Kooperationspartner lautet... Scheiße, das stimmt nicht. Apex Legends Season 9! Nein! Apex Legends hat eine neue Season, die Season 9 namens Legacy. Juck mich doch nicht, Digga. Es gibt unter anderem einen neuen Modus. Die Arenen, rundenbasierter 3 gegen 3 Modi. Auf kleineren Maps mit vorher ausgewählter Rüstung. Ich nehme Safety R301. Was nimmst du? I take the Swiss Premium Beefburger. Es gibt eine neue Legende namens Valkyrie. Ui. Schnell einen Schnappschuss für die private Sammlung. Es gibt auch dieses andere Big Baba Bubo Map Update. Und zwar befindet sich die Olympus-Karte im Würgegriff einer natürlichen Plage. Es steht halt so im Briefing, was soll ich machen? Natürlich gibt es auch für die neue Season 9 einen neuen Battle Pass und Ranglisten. Mein RTL! G steht für... Kauf ich mir. Gönn und... steht für... Ach du Scheiße. Ich, männlich 19, beichte, dass meine Freundin, weiblich 18, mit dem Freund, männlich 20, meiner Schwester... Warte. Schwester, weiblich 20, fremdgegangen ist. Ich komm nicht hinterher. Was? Jetzt ist meine Schwester mit dem Bruder meiner Ex zusammen und ich mit der Schwester des Ex-Freundes von meiner Schwester. Und schon wieder einmal frage ich mich, was zum F*** hab ich hier eigentlich gerade gelesen? Um jetzt zu checken, ob vielleicht jemand aus Versehen mit seinem Bruder oder mit seiner Schwester zusammengekommen ist, machen wir jetzt den Big Baba Bubu Check. Männlich 19 hat eine Freundin, die weiblich 18 ist und hat eine Schwester, die weiblich 20 ist, die wiederum einen Freund hat, der männlich 20 ist. Ich bin hier nochmal. Die weiblich 18 ist, um jetzt zu checken, ob vielleicht jemand aus Versehen... Big Baba Bubu Check. Männlich 19 hat eine Freundin, die weiblich 18 ist und hat eine Schwester, die weiblich 20 ist, die wiederum einen Freund hat, der männlich 20 ist. Dann hat... Okay. Hat sich männlich 20 gedacht. G steht für gönn. Und hat sich weiblich 18 gegönnt, die aber wiederum einen Bruder hat und männlich 20 hat noch eine Schwester. Dann hat sich weiblich 20 gedacht, die Schwester von männlich 19 ist. Okay, dann nehme ich einfach den Bruder von weiblich 18. Und männlich 19 hat sich gedacht, okay, dann nehme ich einfach die Schwester von männlich 20. Und wenn ich mir das ganze Bild jetzt so anschaue, dann merke ich... Dass ich nichts verstanden habe. Was willst du eigentlich von mir, Bruder? Ich, männlich 19, beichte, dass mein Kumpel, als er mit den Worten Fast and Furious, Digga, ich hab zu viele Filme gesehen, rückwärts mit 70 km/h den Berg hoch ist, voll in ein parkendes Auto gebrettert ist. PS, er war nüchtern. Moment mal ganz kurz, was sehe ich da? Das ist doch der Corsa AMG! 63 JP! Ich werde dieses Auto kaufen. Ich, männlich 15, beichte, dass ich Saschas Mutter gefunden habe. Junge. Wahrscheinlich dachtest du dir gerade, das ist witzig, oder? Wegen der Nase. Nicht schlecht, Dog. Ich, männlich 23, wurde mit 15 Gramm im Kofferraum erwischt und darf jetzt auf meinen Gerichtstermin warten. Schreib ein Buch darüber. Ich, weiblich 18, beichte, dass ich ein richtig geiles Produkt bin. Oh nein, ich hör's schon. Weiblich 18? Die ist ja so ein unfassbar geiles Produkt.
wieder ab im Gym und damit wird am Strand abgerechnet, weil die geilen Produkte... Digga, der ist so fett geworden und so kaputt, der arme Junge. Der muss wirklich, Digga, der braucht einfach geisteskrank Hilfe. Guckt ihn euch an. Verproduktisieren sich nicht von selber. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Endlich kann ich wieder Miete überweisen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr da draußen auch noch eine Beichte übrig habt für mich, dann sendet bitte diese Beichte an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss. Geht Kuss. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lehramtbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wenn du in Stuttgart wohnst, dann bist du mietpreistechnisch vielleicht einen Ticken günstiger als Stuttgart unterwegs. Endlich einer, der mal Real Talk, Digga. Endlich einer, der mal Real Talk.